So, jetzt haben wir wieder die Jungs in der leichteren Gewichtsklasse bis 67 Kilo aus dem renommierten Galaxy Gym Regensburg gegen das sehr bekannte Gym Boxtempel Berlin. Aus dem Boxtempel Berlin sind Größen wie Enrico Rogge, der mittlerweile in der Rente gegangen ist, in Sportlerrente. Entsprungen. Ja, schauen wir mal, was jetzt passiert, wenn der Nachwuchs am Start ist. Solche Veranstaltungen sind ja immer das perfekte Sprungbrett und Möglichkeiten, sich einfach zu entfalten, größer zu werden, Erfahrungen zu sammeln, bis es dann irgendwann die größte Bühne gibt. So, da sind wir schon. Ja, beide zeigen sich jetzt schon mit den ersten Bewegungen. Könnte man denken, beide schon jetzt sehr technisch. Noah zeigt jetzt schon ein sehr schönes technisches Skill, indem er immer mal wieder die Auslage wechselt, was auch viele Kämpfer immer wieder vor ein Problem stellt. Aber aktuell tasten sich beide immer noch ein bisschen, ja, an. Suchen Lücken, sehen Distanz, lernen sich ein bisschen kennen. Aber hier wird schön abgekontert. Da gab es einen kleinen Tiefschlag. Ja, manchmal passiert es schneller, als man denkt und man sieht. Aber abgeschüttelt und weiter geht's. Ja, und schon ist die Energie eine etwas andere. Oh, da kam eine schöne Backfist. Aber es ging nicht wirklich weiter. Mit einer Folgeaktion. Ja. Beide landen immer wieder in einem Clinch. Was den Referee. Ach, da ist die erste Runde schon vorbei. Mensch, so schnell kann es gehen. Die erste Runde war recht schnell rum. Ja, schauen wir mal, was die zweite und die dritte Runde bringt. Wie man gesehen hat, beide sind recht wendig unterwegs. Ringfrei, Runde 2. Nach dem ersten Kennenlernen der ersten Runde schauen wir mal, wie sich das Ganze nun gestaltet. Und auch hier wechselt Noah schon wieder hin und her mit seiner Auslage und macht es natürlich seinen Gegner dadurch ein bisschen schwieriger, in den Kampf zu finden. Jürgen ist blitzschnell dazwischen, auch wenn er nicht die Gewichtsklasse abdeckt. Aber wenn ihm etwas nicht passt, dann ist er da einfach schnell. Und da war eine starke Aktion von
Madi, der immer wieder nachsetzt mit Knien und jetzt anfängt, Noah zu bearbeiten, ihn vor sich treibt. Da war fast eine Muay Thai-Technik von Noah, die nicht gestattet ist im K1. Noah hat geschickt gemacht, durch einen Haken wieder aus den Ringseilen zu kommen. Aber Madi arbeitet weiter. Und Madi legt gleich wieder weiter los. Noah versucht seinen Rhythmus zu finden. Die Backfist von Madi ist nicht in ihr Ziel gekommen. An der einen oder anderen Stelle könnten beide das Ringseil ein bisschen anders für sich nutzen oder auch die Dominanz im Ring, in der Ringmitte, Wege besser abschneiden. Aber da hat Madi ihn in den letzten Sekunden wieder wunderbar in die Ringecke gestellt. Ja, eine Runde haben wir noch vor uns. Beide schenken sich hier wirklich nicht. An manchen Stellen wächst Madi mehr, an manchen Noah. Beide sollten versuchen, in der letzten Runde ein bisschen mehr die Ringmitte zu dominieren. Seconds out. Beide sehen noch nach sehr gut. Konditionell. Ringfrei, Runde 3. Mir fehlt das Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Beide haben noch eine gute Kondition vorzuweisen. So, here we go. Noah hat gute Ausweichmanöver, aber ihm fehlt danach immer wieder die sofortige Attacke, um zu antworten. Die Backfist war schön, aber schon fast ein bisschen eng, dass es fast ein Ellbogen geworden wäre. Ja, eine Minute haben wir noch. Madi schiebt ihn sich weiter vor sich her. Noah hat gut mit der rechten abgekontert. Da war wieder das fast Muay Thai-Style-hafte von Noah. K1. Es sind keine Sweeps erlaubt. Auch das längere Festhalten ist verboten. Und da kommt nochmal schöne Aktion in der Nahdistanz von Noah. Und da war der Ring. Richter schnell. Der Kampf ist vorbei. Ja, beide können definitiv mitnehmen, die Ringmitte mehr zu dominieren und Wege abzuschneiden. Das ist auch eine Kunst für sich. An manchen Stellen sind beide dem jeweils anderen mehr nachgelaufen. Ja,
So, schauen wir mal, wie das Ergebnis wird. Jürgen sammelt nochmal die Zettel ein. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch nochmal bei der Iska, die uns immer wieder zur Seite steht. Heute als unser Ring-Schiedsgericht. So. Da kommt auch schon André wieder hier rein. Wir haben einen Gewinner. Gewinner in der roten Ecke vom Boxclub in Berlin, Mahdi Masabi. Ja, das Ergebnis kann man so geben. Hey du, hallo, bist du ein Freund sein? Nein, nein, okay, kein Problem. Aber bitte jetzt nicht gleich enttäuscht sein, denn ich muss dir was erzählen. Außer dir wollten bisher alle unsere Freunde sein. Warum? Wir sind Teufelsheiß und...